Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Reaktion unserer kleinen Gruppierung, die sich da die Marktradikalen nennt. Heute möchten wir uns gerne den Held der Steine vornehmen. Also der Pollux, der ganz oben im Video zu sehen sein wird, der hat uns auf dieses Video aufmerksam gemacht und fand das eigentlich ganz gut. Und wir möchten jetzt einfach so ein bisschen noch drüber kommentieren, weil wir glauben nicht, dass so alles 100% mit uns übereinstimmt. Aber dem wollen wir jetzt gleich mal auf den Zahn fühlen. Zusätzlich eingeladen haben wir uns Wurzel. Möchtest du noch irgendwas über dich sagen? Gibt nicht so viel. Ja, ich bin einer von diesen illusiven Anarchokapitalisten. Ich habe eine besondere Liebe für den deutschen Staat. Ich finde ihn super. Ich bin sehr mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verbunden. Ich werde wahrscheinlich dieses Jahr die Grünen wählen, weil ich möchte ja nicht, dass der Planet umstirbt. Ich glaube, mehr kann ich nichts mehr sagen. Sehr gut. Volks, möchtest du noch irgendwas über dich sagen? Oder? Man kennt dich mittlerweile, oder? Man kennt mich, ich weiß, ich sag über mich sehr wenig. Also ich bin ja nicht so wahnsinnig interessant und wichtig. Ich finde es nur immer wichtig, meine eigenen Gedanken zu sortieren und lasse andere daran teilhaben und hoffe, dass ich dann aufgrund der Reaktionen was lernen kann. Ja, Held der Steine war ich immer schon Fan. Ich finde den Mann gut, aus verschiedenen Gründen, da kommen wir bestimmt dazu. Und alleine die Überschrift ist schon grandios gewesen. Das musste ich mir einfach genauer angucken. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass der gute Mann eine sehr genaue Beobachtungsgabe hat. Also er kennt die Probleme sehr genau und kommt zu spannenden Schlüssen und manchmal auch zu meiner Meinung nach nicht ganz korrekten. Und das gucken wir uns einfach mal aus unserer Sicht an. Das ist eigentlich genau so der Plan, ja. Ja, wollen wir starten und die Leute nicht zu lange auf die... Eine Sache, die ich noch vielleicht, also wir haben ja schon vor der Aufnahme darüber geredet, aber ich würde nicht denken, dass wir hier besonders harsch oder ausfallend werden, weil, also besonders verglichen mit anderen Leuten, die ihr euch vorgenommen habt, ja. Ist der Herr Panke, heißt er, glaube ich, mit Namen, eigentlich ganz... basiert. Stabil. Ja. Und es gibt halt manche Sachen, bei denen ich denken würde, also von dem, was ich von ihm weiß, dass das nicht ganz richtig ist, was er sagt. Müssen wir gucken, wie viel davon hier in dem Video drin ist. Genau. Vielleicht bringen wir ihn ja auf Ideen. Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Das wäre toll. Ja gut, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Video sieht, ist bescheiden, aber man muss. Ich trag's ihm direkt nach Frankfurt in seinen Laden, das werden wir schon hinkriegen. Das wäre geil. Gut, wollen wir anfangen? Gern. Welt, seid mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal hier im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem ganz wunderbaren Tag. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet eine schöne Woche. Ja, richtig. Passt mal auf. Ich hab's ja gerne nett, das wisst ihr, ich bin ein ruhiger Fahrer. Man muss es sich schön machen. Hin und wieder stoße ich an das ein oder andere Thema, bei dem ich ein bisschen Puls bekomme. An dieser Stelle erstmal Kudos für diese Einleitung. Also ich sag immer nur Hi und das so hinzukriegen, Hut ab. Also mit dieser, klasse, toll, weiter. Ist immer gut. Kennt ihr? Habe ich schon mal drüber gesprochen. Ich könnte hier jetzt regelmäßig Videos machen über das Autofahren, Stadtplanungen und so weiter und so fort. Das macht mir nicht den ganz großen Spaß. Internetanbieter, auch so ein Thema. Und ich habe das mal zusammengeführt. Er hat mir gedacht, wer ist eigentlich mein Problem an dieser Front? Gibt es irgendwie einen gemeinsamen Nenner, auf den ich das runterbrechen kann, dass ich weiß, das ist mein Problem, da gehe ich ran. Weil ihr wisst ja, ich möchte es netter haben. Ich möchte mich freuen. Gute Laune haben, vielleicht ein bisschen gute Laune verbreiten. Ein paar Meinungen, die ich dann habe, aber vielleicht über die wichtigen Dinge, wie die Borkenkäfer zum Beispiel. Und mich nicht ärgern. Und da habe ich gemerkt, es sind die Politiker. Die sind mein Problem. Die Stümper. Das habe ich auch schon hin und wieder mal erwähnt, glaube ich.
also hier an der Position muss man was dazu sagen. Er stellt fest, die Politik, die Politiker sind sein Problem. Also er schaut sich die Welt an und er guckt, was passiert und stellt fest, die Politiker sind sein Problem. Einfach mal so stehen lassen. Mhm. Ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, an der Stelle. Weil ich glaube, dieses Gefühl haben ganz viele Leute da draußen und können es nicht so wirklich greifen. Irgendwas passt nicht, irgendwas läuft verkehrt. Ja. Und das bringt er hier auf den Punkt und denkt dann darüber nach. Und ich glaube, da werden wir noch das ein oder andere Wort drüber verlieren. Ja, ich bin halt gespannt, ob er einfach nur sagt, es sind momentan wieder mal nur die Falschen irgendwie, oder ob er zu der Erkenntnis kommt, dass Politik an sich das Problem sein könnte. Ja, bin ich mal gespannt. Aber ich meine, allein schon zu erkennen, dass überhaupt vielleicht unsere von Gott gekrönten Gottesvertreter auf Erden, dass die vielleicht nicht ganz perfekt sind, ist ja schon was ja. Man könnte sagen, dass es ein Talent wäre, wo wenn es in größerer Quantität verfügbar wäre, würde Deutschland davon sehr profitieren. Denke ich auch. Okay. Habt ihr gesagt, ja, man darf Politiker beschimpfen, ist so einfach und ja, sie machen halt auch so viel falsch. Das ist dann Stammtisch und der hat manchmal dann wohl recht anscheinend, obwohl ich von Stammtischparolen wenig halte. Die sind zwar unterhaltsam, häufiger mal, aber bei Politikern muss ich sagen, gebe ich denen dann wohl recht. Wenn man sagt, dass Politiker doof sind, das Stammtischniveau wäre, dann hat er recht, der Stammtisch. An der Stelle, und zwar auf ganz intellektueller Ebene hat er da recht. Ist schon gut, ja. Ist dann vielleicht ein blindes Huhn, das einen Korn gefunden hat, aber das ist mir egal. Und passt mal auf, darüber möchte ich mit euch reden. Jetzt kommen wir zu dem wichtigen Teil, dem wahrscheinlich eher philosophischen statt Stammtischgelaber. Ja. Ich muss nur sagen, ich fand einfach den Kommentar, ja, wenn das Stammtischparole ist, dann hat der Stammtisch wohl recht. Ja. Das ist halt, da muss man auch schon so ein bisschen eine natürliche Immunität gegenüber halt so den quasi, ihr wisst bestimmt, was ich meine, den Empörungsmenschen haben, weil das wird jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt die verdaulichste Aussage für diese Menschen gewesen sein. Und besonders ja für unpolitische Menschen finde ich das sehr, sehr bemerkenswert. Mhm. Ja, ich auch. Kann ja viel erzählen und sich beschweren, aber ich glaube, das, was unsere Politiker machen, ist so grotesk schlecht. Also schlechter mache ich es auf gar keinen Fall. Und da habe ich gedacht, dann kann ich es auch besser machen. Ich glaube, ich muss das werden. Ich glaube, wir machen das heldenhaft. Aber wir gehen das ganze Thema mal an. Hier ist genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, unbasiert. Ich könnte es besser machen. Das ist es, ja. Ich glaube, es fehlt der Richtige, ne? Irgendwie, glaube ich. Es fehlt der Richtige. Aber er ist hier richtig er riecht hier, es schmeckt hier die Lösung. Mhm. Er selbst wäre der Richtige. Aber nur für sich. Ich glaube, da ist der Punkt, wo die Leute nicht mehr drüber hüpfen können über dieses Thema. Da muss ich einmal zustimmen, oder muss ich vielleicht auch noch ein bisschen daran anknüpfen mit ein bisschen Kritik. Die Sache ist, dass, so wie das zumindest jetzt von dem Video rübergekommen ist, scheint die Auffassung zu sein, ja, die sind aber inkompetent, wo ich nicht komplett so dahinter stehen würde. Ist halt, wenn man sich mal die Interessen, die diese Leute als Individuen haben, betrachtet, dann ergibt eigentlich vieles, was sie tun, schon irgendwie Sinn. Aber es ist halt, deren Sache ist nicht die Sache der Leute, über die sie herrschen. Also die sind sich erstmal nur selber Herrscher, nicht von so einer Millionenanzahl von Menschen. Und da kommt dann halt auch der Punkt in, ja, für sich könnte sich der Herr Panke wahrscheinlich besser selber beherrschen. Ich würde denken, die meisten Leute könnten sich besser selber beherrschen. Ja, das ist ja im Prinzip der Punkt. Aber ist die Frage, ob er jetzt den Jump, ich habe das Video noch nicht gesehen, deswegen, aber ist die Frage, ob er jetzt den Jump dazu macht, was ich,
wovon ich nicht ausgehen würde, einfach weil den Jump weniger Menschen überhaupt machen. Oder halt dazu, ja, das müssen halt andere Leute sein, was halt dann wieder nicht viel Sinn ergibt, weil es liegt ja nicht an den Individuen, die da jetzt gerade in den quasi in Amt und Würden sind. Ja gut, die Inkompetenz lässt sich aber auch nicht wegdiskutieren, der ja entspricht. Ne? Das muss man auch mal festhalten. Also wenn ich da an Flinten-Uschi denke und ihre Beraterstimme, dann ja. Das stimmt wohl. Ja, aber ist das denn, gut, Flinten-Uschi, das ist auch schon ein bisschen, also wenn ich mich recht entsinne, was du gerade erwähnst, ist das auch schon ein wenig her mit den Beratern, oder nicht? Nein, so lange ist es nicht her. Ach so, ja, hoppala. Kontinuierlich fortgeführt, auch in Brüssel hat die das ja genauso gemacht. Aber das ist ein ganz anderes Thema, da brauchen wir nicht drüber. Es geht um Inkompetenz und die ist nicht wegzudiskutieren. Ach so, ja, mag sein. Das ist halt, was ich nur sagen wollte, war halt, es gibt viele Leute, auch im libertären Lager besonders, die denken, Politiker sind einfach dumm und ich denke, das ist eine Unterschätzung. Weil so irgendwann werde ich schlechte Laune kriegen. Und wegen so ein paar Hohlköppen und Hohlköppinnen, ich möchte die Frauen da auf keinen Fall ausschließen, die sind genauso doof wie die Männer und inkompetent und borniert, die machen mir schlechte Laune. Die machen mir schlechte Laune. Passt auf, ich ziehe das ganze Ding neu auf. Ich glaube, wir müssen die alle loswerden. Anders geht's, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass das ein Einzelfall ist. Man soll ja nicht alle über einen Kamm scheren. Tue ich auch gar nicht. Das haben die als Einzelleistung geschafft. Also jeder für sich. Das ist eine kombinierte Leistung, dass man Politiker nicht mehr leiden kann. Und dass, wenn man hört, was bist Politiker, man denkt, oh Gott, was ein Trottel. Das ist die erste Reaktion. Und dann denkt man sich, ja, aber wie haben die das geschafft? Es muss doch auch diesen einen guten Politiker geben, der hehre Ziele hat, der die Welt voranbringen möchte. Oder vielleicht kleine Pause da. Ja. Die mag es, da werden Meinungen auseinandergehen, aber selbst ich würde nicht verneinen, dass es da vielleicht schon ein paar Leute gibt. Gebe ich dir recht. Aber dann ist, es gibt da halt viele erstmal logistische Limitationen für solche Leute. Erstmal hast du nun mal als Politiker einen sehr, sehr hohen komparativen Vorteil, wenn du wenig Skrupel hast. Und zum einen, selbst wenn du irgendwie ein Sozialist zum Beispiel bist, der wirklich daran glaubt, dass er irgendwie den Menschen helfen möchte, hast du da halt einfach Limitationen, weil Sozialismus am Ende, Planwirtschaft am Ende halt einfach nicht besonders gut funktioniert. Selbst wenn du die in Anführungszeichen richtigen Leute an der Macht hast und hab erstmal genug richtige Leute, um die alle an der Macht zu haben. Wird es nicht vernünftig funktionieren. Ich gehe davon aus, dass relativ viele, die mit der Politik irgendwie anfangen, tatsächlich irgendwie gute Ziele haben nach ihren Vorstellungen, aber im Prinzip so naiv sind und meinen, die könnten das tatsächlich irgendwie durchsetzen. Ich meine, wie du schon gesagt hast, du kommst nicht als der Gute nach oben. Du musst beweisen, dass du der harte Hund bist. Dann kommst du nach oben. So, und das sind nicht oder die Guten. Oder nicht unbedingt nur der harte Hund, sondern du musst dir wirklich perfekt deine Spiegelneuronen auf jede Situation einstellen. Und da gibt es eine wunderbare Theorie, dass je höher du in der Hierarchie steigst, desto höher ist die Dichte an Psychopathen, weil die einfach die besten Spiegelneuronen haben. Also die können auf der einen Seite sagen, hier, ja, alles gut, ich bin total auf deiner Seite, sich umdrehen, wow, was ein Idiot. Und das funktioniert wunderbar bei denen. Und je besser das funktioniert, desto schneller und umso besser kommst du nach oben. Und das ist das, was wir als Leiter, Führer, wie auch immer, da oben stehen haben. Ja. Tja. Gut, ja. Schauen wir nochmal weiter. Entschuldigung, wir müssen einen benennen, der Play-Pause drückt, glaube ich. Wer von uns will jetzt das entstoppen? Ja. Okay. Du drückst ein kleines Gebiet erstmal, je nachdem. Aber ich habe da wirklich jede Hoffnung mittlerweile verloren. Ich glaube nicht mehr dran. Ich glaube wirklich nicht mehr dran. Es tut mir leid für den eine, die da jetzt über ein, die jetzt da mitgeht, ja, die über den Kamm geschoren wird, tatsächlich. Also wirklich die gelitten hat. Aber wenn man sich halt so einen Job aussucht,
in dem die Seuchenquote so hoch ist, dann kann man sich aber später nicht drüber beschweren, dass man auch für die Seuche gehalten wird, oder? Ich muss gerade sagen, ich bin tatsächlich positiv überrascht, weil bis jetzt klingt es relativ wenig nach, es müssen die richtigen Leute sein, weil er erwähnt ja schon irgendwie, dass es nicht einfach nur das ist ja nicht einfach nur eine schlechte Ernte. So. Mhm. Mhm. Also finde ich schon interessant. Ist irgendwie schwierig. Und das Versagen der Politiker ist so offensichtlich. Und ich meine, da sind wir einer Meinung, oder? Kennt ihr diese Geschichte mit den Versuchen, die gemacht worden sind, dass das man ein Affenhirn nachgebastelt hat? Also nachgebastelt, also deren Entscheidungsfindung. Und man hat die dann Aktien aussuchen lassen. Und der Affenindex hat den normalen Aktienindex immer geschlagen und die Fondsmanager, die den abgebildet haben, geschlagen. Da bin ich jetzt interessiert, wie ist das denn passiert? Ja, lass ihn mal weiter. Also wenn du an der wenn du an der Börse am Dingsen bist, dann bist du ja schon darauf aus, dass du nicht in irgendwelche Sachen investierst, die dann tanken, oder? Ja, aber scheinbar scheint der Zufall besser zu sein als die Analyse. Ja. Ach so. Ich glaube, wir sollten das auch mit politischen Entscheidungen so machen. Also bis ich da bin und es noch besser mache. Aber ich glaube, wir sollten gucken, dass wir diese Primatennummer laufen lassen. Die Entscheidungen werden qualifizierter und besser zu begründen sein als das, was aktuell läuft. Nachschub-Primitivist. Ganz sicher. Und mit aktuell meine ich die letzten 20 Jahre, weil seitdem verfolge ich die Politik. Ja, das ist ein wortwörtliches Return to Monkey. Erst die Älteren unter euch werden sich vielleicht noch an Grau. Ich finde ganz spannend, dass diese Protestpartei von dem Sonneborn ja ihre Entscheidungen in Brüssel ausgewürfelt hat, früher mal, als sie noch cool waren. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile läuft bei den Brudis und Schwestis oder wie die sich nennen. Aber das war die Herangehensweise von der Partei. Die haben abwechselnd Ja und Nein gestimmt, egal was genau, die Abstimmung war. Mhm. Genau. Waren die nicht schon immer latent mit einem gewissen Drall ausgestattet? Ja, schon klar. Ja, aber damals waren die noch cool und haben den nicht so ausgelebt. Genau. Mittlerweile ist es sehr, sehr merkbar, welche Richtung das Ganze einnehmen soll. Mhm. Aber das, was er vorschlägt, hat früher mal die Partei gemacht. Das möchte ich da auch mal festhalten an der Stelle. Das stimmt, ja. Machen wir weiter. Ich habe keine Maus in der Hand. Graue Uhrzeiten erinnern, wo es vielleicht mal lief. Aber seit ich die Politik verfolge, und das ist gut 20 Jahre jetzt der Fall, sehe ich einen konstanten Abstieg. Und keine eine gute Entscheidung, glaube ich, die mir gefällt hat. Ich kann mich wirklich an keine, ich habe es versucht. Ich habe so ein bisschen. Also würde Agenda 2010 nicht als eine zumindest halbwegs gute Entscheidung gelten, weil es war ja weniger scheiße. Geht so. Oder nicht? Also mir wird der Scheiß ist nicht gut, ne? Mir wird tatsächlich eine gute Entscheidung einfallen. So, was wäre die denn? Das wäre die Ehe für alle. Wenn wir schon staatliche Krebsehe haben, dann sollen sie bitte alle haben und das ist eine gute Entscheidung gewesen. Ja, okay. Also da sind wir dann mal wirklich bei einem niedrigen Standard. Ja, natürlich. Also der Standard ist dann quasi... Am besten schließen Partner untereinander Verträge und einigen sich auf bestimmte Sachen und lassen sich nicht vom Staat vorschreiben nachher, wie sie in der Ehe und nach der Ehe zu leben haben und so weiter. Also, ich meine, wenn ich mich recht entsinne, ging das doch schon vorher, aber sie durften es nicht heiraten, irgendwas Schwachsinniges, aber... Ja, gut. Im Prinzip geht es sich da ja auch wieder um Privilegien und so weiter bei Ehe und also steuerliche. Ja, du hast die Steuervorteile nicht gekriegt, wenn ich mich erinnere. Genau, ja. Aber Steuern sind ja sowieso. Steuern sind sowieso Raub, ja. Durch die Jahre gescrollt und geguckt, was so passiert ist. Und ganz ehrlich, tut es nicht. Eure Laune wird nicht steigern. Wird nicht steigen, aber wir versuchen das. Wir können. Eine Sache, bin ich der Einzige, bei dem das die ganze Zeit am Skippen ist? Offensichtlich. Also bei mir läuft es eigentlich relativ gut durch. Wo seid ihr gerade? Was ist euer Tempo? Jetzt bin ich auch gerade wieder bei 508. Ich war gerade eben bei einfach nur 5 Minuten. Okay. Merkwürdig. Cool. Wir können es nicht schlechter machen, ich bin mir sicher. Und ich möchte nur mal zwei Themen rauspicken, die mich besonders interessieren. Ihr wisst, ich halte nichts von Parteipolitik. Ich möchte keine Partei hier in irgendeiner Form loben. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Alle schlecht. Wirklich alle schlecht. Also wirklich alle schlecht. Nicht, dass ihr denkt, ich fände eine Partei gut. Oh Gott.
Aber auch keine einzelnen Politiker, auch da kann ich euch wirklich entspannen. Aber wir nehmen jetzt nur mal zwei Themen, Infrastruktur und Bildung. Das sind zwei Themen, die mich politisch stark angehen. Ich habe Befürchtungen. Weil das sind für mich die Essenzthemen. Alles andere spielt sich dann irgendwie ab. Aber Infrastruktur und Bildung ist die Basis eines Landes. Und jetzt Obacht, halten wir uns alle an den Händen fest. Keiner muss Angst haben. Das ist auch das Einzige, was wir hier in unserem Land haben. Infrastruktur und Bildung. Also ich muss sagen, bis jetzt hat er sich noch nicht explizit dafür ausgesprochen, so von wegen meine Asphalterzeugnisse, die können nur mit Staat gemacht werden. Aber ich denke nicht, dass er das Gegenteil sagen wird auf der anderen Seite. Zu Bildung hat er schon mal ein Video gemacht, was ich auch sehr gefeiert habe, weil er in dem Moment gesagt hat, ja, dass dieses staatliche Schulsystem, das ist alles irgendwie Kacke und du musst dann irgendwie hier an dem und dem Ort zu der und der Zeit sein. Und also der hat das schon relativ libertär, sag ich mal, erkannt, also im libertären Sinne die Fehler erkannt. Hat dann auch Vorschläge gemacht, dann quasi auch gesagt, irgendwie so Bildung kostet im Prinzip nichts mehr, setz die Leute doch vor ein YouTube-Video, mach ein vernünftiges so und dann kannst du denen das genauso beibringen, du brauchst ja kein Klassenzimmer oder so. Du kannst dich, wenn du besser zusammenlernst, in so Lerngruppen zusammenfügen. Eine Sekunde, ich bin gleich wieder da, ich muss mir mal kurz um was Wichtiges kümmern. Jo, alles klar. Auf jeden Fall, das war schon ein ziemlich basiertes Video, ich verlinke das auch hier mal drunter. Und gut, ja. Also was Schulsystem angeht, ist der ja schon ganz okay dabei. Wie es jetzt mit den Straßen sein wird, ich weiß es nicht. Also ich finde es spannend, dass er die Wichtigkeit auf diese beiden Bereiche begrenzt für sich. Also er sagt ja hier, dass das die zwei Bereiche sind, die ihn am meisten interessieren. Mhm. Ich denke, er schließt so ein bisschen dabei aus, dass andere völlig andere Blickwinkel drauf haben könnten. Er hat für sich erkannt, okay, Bildung und Infrastruktur sind das Elementare an Politik, so habe ich es verstanden. Mhm. Gehe ich nicht ganz konform mit, aber ich auch nicht, aber das ist schon ein relativ minimalstaatlicher Ansatz. So. Ja, das ist ein guter Ansatz meiner Meinung nach, aber ich denke, gehört Sicherheit zur Infrastruktur oder ich glaube eher nicht. Ne? Ich weiß nicht, ob er sich zur Sicherheit äußern wird. Also ab dem Punkt hatte ich auch gar nicht mehr weitergeguckt, weil ich gedacht habe, so ja okay, Return to Monkey reicht mir. Ja. Ja, jetzt weiß ich nicht, müssen wir auf Wurzel warten oder? Ja, warten wir einfach und schneiden zum Mut das. Schneiden wir einfach. Genau. Genau. Ja, aber das ist schon spannend. Echt die Frage, was nimmt er jetzt noch für sich mit da rein? Ne? Nimmt er jetzt noch Sicherheit mit rein? Nimmt er irgendwie. Ja, okay, was mag es sonst noch geben? Ne? Wie groß soll seine staatliche Infrastruktur sein? Ne? Mhm. Am Ende läuft es dann vielleicht doch hinaus, dass irgendwie massiv irgendwie Steuern für Internetausbau und so weiter. Weiß ich ja nicht. Sehr gut. Dann können wir ja weiter gucken. Ja. Ja, meinetwegen. Das sind die beiden Sachen. Wir haben keine Bodenschätze. Wir haben irgendwie keinen Tourismus oder irgendwas in die Richtung. Ja, ist nicht. Wir haben Infrastruktur und Bildung. Und wenn man das aufbaut und hochzieht und qualitativ bringt, kann sich etwas hier entwickeln. Ja, okay, dann einmal schneller Einwand. Ich weiß nicht, ob er das sagen, obwohl, ja gut, das staatliche Schulsystem, meinst du ja, hat er sich dagegen ausgesprochen, hat er sich denn für ein privates ausgesprochen? Nicht ganz. Also es geht in die Richtung Bildungspflicht, so in dem Sinne statt Schulpflicht irgendwie, aber ja, dann müssen. Ja gut, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, das Problem ist halt, wenn du eine Bildungspflicht hast, brauchst du halt auch, wenn du private Schulen hast, brauchst du immer noch eine staatliche Zertifizierungsstelle. Naja, die dann halt durch die Hintertür wieder das Schulsystem kontrollieren kann. Das ist dann halt wieder ein Nachteil. Ja, aber wir sind ja jetzt. Ich würde es trotzdem dem jetzigen Schulsystem vorziehen. Wir sind ja jetzt nicht beim staatlichen Schulsystem oder überhaupt bei Bildung. Wir können was er noch sagt. Ich wollte, das war einfach nur wichtig für den Einleitungssatz. Wenn
ihm schon irgendwie bewusst ist, dass die Politiker es ja irgendwie nicht bringen. Und das schon seit, also das nicht erst seit gestern. Warum sollten sie es dann bringen, wenn es erstmal um irgendwie, selbst wenn es nur um die Zertifizierungsstellen für die Bildungspflicht geht? Oder um die Infrastruktur, wie auch immer er die organisiert haben kann? Das verstehe ich nicht so ganz. Das ist eine gute Frage, ja. Wenn sie schon da nicht bringen, warum dann ausgerechnet bei den wichtigsten Sachen? Er pickt sich zwei wichtige Sachen raus und sagt, ja, da muss der Staat was machen. Aber er hat selbst schon gesagt, der Staat versagt ständig. Und das sind alles Vollidioten. Das ist schon ein Widerspruch eigentlich, ne? Ja. Er will, da bin ich wieder das Fiasko ja, haben. Ja, mach du, du hast, glaube ich, auch pausiert, ne? Okay. Das ist das, worauf es sich bei uns wirklich runter zusammenfassen lässt. Und das sind zwei Kerngebiete, bei denen, glaube ich, auch Parteipolitik keine große Rolle spielt. Da ist auch wenig Ideologie dahinter. Kann es tatsächlich jemanden geben in Deutschland, der sagt, wisst ihr was, eine schlechte Infrastruktur wäre besser als eine gute? Und gibt es vielleicht jemanden, der sagt, ein niedrigeres Bildungsniveau, eine niedrigere Bildungsqualität wäre erstrebenswert? Ich finde also, das klingt natürlich jetzt offensichtlich, aber ich finde, er hat da schon was, weil das ist ja auch ein Problem, was viele Libertäre quasi an der, also Libertäre, die so ins anarchistische Lager umgehen, an der Demokratie kritisieren, ist ja, dass niemand kandidiert ja irgendwie mit dem Slogan, ich bin der böse Mensch, ich werde dafür sorgen, dass eure Kinder leiden werden. Also zumindest ist mir noch niemand vor die Finde gelaufen, der so kandidiert hätte. Ich glaube, es gibt keinen. Ja, am Ende sind ja gibt alle dafür da und sagen, ich will es besser machen. Aber ob es dann besser wird, das ist ja dann... Ja, also besser machen ist halt unqualifiziert. So wie will man es besser machen? Da kann man dann wenigstens kritisieren, weil die meisten wollen es ja durch mehr Staat in Anführungszeichen besser machen. Also können auch weitermachen. Eine Person, es würde mich wirklich interessieren. Wir brauchen nicht über den Weg diskutieren, dass der eine sagt, ich hätte gerne so ein Bildungssystem oder so ein Bildungssystem. Ich hätte gerne, was weiß ich, geschwungene Straßen oder mehr Gleise oder so. Oder egal, völlig, brauchen wir gar nicht diskutieren. Es geht erstmal nur darum, wäre besser eine schönere Welt? Wäre es nett, wenn wir gute Lehrmaterialien hätten? Wäre es nett, wenn wir funktionierende Schulen hätten, so mit Heizung und so Sachen, so abgefahren? Ach so, ja, das ist ja... So abgefahrene Sachen wie eine Heizung. Ja, das ist halt die Sache. Ich meine, glaubte, dass sich irgendjemand damit entlarven würde? Nein, ich möchte nicht, dass es irgendwie... Also, das würde ja keiner von denen sagen. Ja, das ist dann ja so ein bisschen... Ja, das ist jetzt also, rhetorisch natürlich sehr intelligent, was der macht. So, niemand wird ihm jetzt widersprechen. Ein bisschen polemisch, ja, aber das angenehm. Lustig. Ach so, ich hatte das eher so verstanden in der Richtung von wir müssen unsere Ideologien zu Hause lassen und darauf zustimmen, dass es besser ist, wenn X passiert. Aber das ist dann halt unqualifiziert, weil es ist ja nicht irgendwie, oh, es ist besser, wenn X passiert. Das ist ja nicht die wichtige Frage, sondern wie sorgt man dafür, dass X passiert, wenn es besser ist? Ich muss ihm auch ein bisschen widersprechen an dem Punkt, weil es ist absolut wichtig, welchen Weg man wählt. Und wenn ich mir angucke, was so grün-rote Politik sich wünscht an Bildung, woran das gemessen wird, dass also möglichst viele Abitur machen und möglichst viele studieren, das ist nicht Bildung. Das ist aber die Maßgröße, die angenommen wird. Oder möglichst viel Autos, die mit Elektro fahren, auf die Straße bringen, ist ein Weg, mit Infrastruktur umzugehen. Und dann ist es schon relevant, welche Partei da was macht oder nicht. Ich glaube, also, du hast da eventuell, vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt, aber ich glaube, du hast da vielleicht ein bisschen meinen Punkt falsch verstanden. Mein Punkt war einfach nur, X soll besser werden, ist halt vage und ja. Okay, wie soll es besser werden? Deswegen im Sinne von, also, dass etwas besser werden soll, das ist ja was, worauf sich dann die meisten Leute einigen können, aber was das besser ist, dann wird es ja schon wieder
ewige Streitereien geben. Das ist deswegen finde ich er das sagt mit ja dem aber auch, man soll Ideologie bitte raushalten eigentlich. Ne? Also und dass es nicht ja parteipolitisch wäre, das ist es eben schon, leider. Ja, das ja, ist das, halt. Das ist halt das, genau. Man soll die Ideologie raushalten, aber er sagt, es wäre nicht parteipolitisch. Na, da verleugt man dann halt an dem Punkt, dass Flüsse halt bergab fließen. So. Genau. Also. Ja, schauen wir weiter. Ne? Vielleicht Schulen, die auch Internetzugang haben, ausreichende Lehrkräfte, gut ausgebildete Lehrkräfte, kleinere Klassen. Wir brauchen gar nicht über so, wisst ihr, wir verlieren uns dann so in G8 oder G9 oder duales Bildungs- bla 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 bla. Nein, es geht erstmal darum, wollen wir überhaupt die Basics haben? Sind wir interessiert daran, dass wir eine Schule haben, in die man gehen kann und in die man sein Kind schicken kann, ohne dass man sich schämen muss? Weil für unsere Politiker schäme ich mich sehr. Ich habe nicht so das Stolz auf mein Land, ich schäme mich für mein Land, das habe ich nicht so, aber für meine Politiker schäme ich mich. Das ist definitiv die Gefühlsebene, finde ich. Und die habe ich, sehr stabil. Es ist wirklich, wenn ich die sehe, schäme ich mich. Und wenn ich denen zuhören muss, gruselt es mich. Und jetzt denke ich mir, wir sind jetzt nur mal bei so Sachen wie Bildung und Infrastruktur. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand was dagegen haben könnte. Wirklich, belehrt mich bitte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand was dagegen haben könnte. Ja gut, das liegt dann aber auch zum Teil daran, dass gegen einfach Bildung und Infrastruktur hat niemand ja, was. Also. Ja, das gegen Bildung und Infrastruktur, das ist halt Bildung und Infrastruktur ist das Vagste, was du haben kannst. Du kannst irgendwie zu den Zulus nach Afrika, okay, vielleicht nicht zu den Zulus nach Afrika, das ist jetzt vielleicht ein schlechter Vergleich, aber keine Ahnung, kannst dir ein syrisches Kind knallen und es fragen, nee, nicht knallen, krallen, scheiße. kannst, ich wollte gerade gesagt haben. Ich hatte mich noch mal kurz erinnern wollen, ob ich wirklich ob dieser Fucker passiert ist. Ich hatte gehofft, dass er nicht passiert ist, aber er ist doch passiert. Der Punkt ist, du kannst dir ein syrisches Kind krallen und es fragen, möchtest du lieber eine Schule haben, in die du gehen kannst, ohne dass dir ein sowjetischer Mörser durch die Decke fliegt? Oder möchtest du das nicht haben? Ich glaube, ich bin mir relativ sicher, was du, also wenn du dich mit dem Kind unterhalten kannst, da ist eine gewisse Sprachbarriere, ich bin mir relativ sicher, was für eine Antwort du kriegen wirst. Das ist halt, das ist vage wie sonst was. Das ist halt, das ist nutzlos. Ja, die Frage ist der Weg dahin. Wie kommt man denn zu einer, in Anführungsstrichen, besseren Bildung? Und da muss man ja wiederum sehen, was empfindet das Individuum für sich als Bestes. Ich habe ja eben schon mal gesagt, so manche lernen ganz gut alleine, manche lernen ganz gut in der Gruppe oder manche brauchen den Lehrer, der sie anführt. Manche lernen aus eigenem Antrieb heraus. Das sind halt so Sachen, da muss man dann wieder auf die individuelle Basis gehen und kann dann für jeden das beste System haben und oder das beste, die beste Bildung haben. Und ich habe die Befürchtung, er will das wieder irgendwie auf einen Nenner bringen oder so. Und ich glaube, da liegt halt auch gerade ein Riesenproblem, dass man alles auf einen Nenner bringen will, allen so hohe Abschlüsse geben will wie möglich oder sogar mehr als möglich. Und da gibt es doch diese schöne Folge von den Simpsons. Heute ist wieder, jeder bekommt einen Preistag. Ja, stimmt. Ja, genau. Jeder bekommt halt einen Abitag. Ja. Das ist halt, und ja, das One-Size-Fits-All-Syndrom, was ich jetzt mal nennen würde, spontan, das ist ja, besonders in Deutschland, ist das ja schon seit Jahr und Tag, ist das ja ein schwerstes Problem. Also ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn er das auch sagen würde, ist halt, du wirst es mit einem One-Size-Fits-All-Versuch wirst du es vielleicht bessern, aber du wirst es nicht wirklich lösen. Also, und ich wirst also auch bessern halt nur für manche Leute. Ja, eben, nur für manche. Ja. Für manche könnte es schlechter werden. Viele also, lernen zum Beispiel am Monitor schlecht oder so und haben lieber ein Buch oder so. Deswegen wäre es jetzt auch falsch zu sagen, ja, okay, iPads in die Klassen. So, ja, manche können vielleicht dieses Medium mit dem Display gar nicht so das Problem konzentriert mit nutzen oder so und für die wäre vielleicht dann doch ein Buch besser oder so. Das Problem mit den iPads in den Klassen ist einfach, dass die Lehrer ja noch nicht mal wissen, wie man die benutzt. Ja gut, es geht also nicht um das Bedienen, sondern um wie gut kann ich mit einem bestimmten Lehrmittel lernen. Ja, aber damit du damit gut lernen kannst, musst du ja auch einen Lehrer haben, der das adäquat einsetzen kann. Das auch, ja. So, sonst hast du ja diese ganze tolle, schicke Hardware, aber der Lehrer, der noch irgendwie als der sein Referendat gemacht hat, das Highlight der Welt irgendwie der Overhead-Projektor war, da wirst du nicht viel mitkriegen. Ja. Und das ist noch nicht mal lange her. Also.
Und da gab es noch einen Medienbeauftragten, der das Ding auf- und abgebaut hat, weil es der Lehrer nicht gebacken bekommen hat. Ja, stimmt, ja. Oh, wei. Ja, das also war schon was länger, ja, wobei gar nicht so lange. Die einzige One-Size-Fits-All-Lösung, die ich mir halt vorstellen könnte, die Sachen tatsächlich verbessern, ist halt eine, die keine One-Size-Fits-All-Lösung ist. Also halt entweder ein bisschen realistischer eine Bildungspflicht, weil es hat halt Nachteile, aber das wirst du, wenn überhaupt, noch eher durchgedrückt kriegen. Oder halt komplette Abschaffung des, also dass sich der Staat komplett aus dem Bildungswesen zurückzieht, was natürlich die beste Option wäre, also meiner Meinung nach zumindest. Meiner Meinung nach ebenso. Gut, schauen wir mal weiter, weil. Ja. Ne? Ah, jetzt habe ich wieder Pause gedrückt. Ja, okay, ich, mach du. Ich wollte gucken, ob ich das einmal kurz sneaken kann. Denn wir leben aus der Substanz. Diese Themen werden nämlich nicht vorangebracht. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Es wird nichts getan für Infrastruktur und Bildung in unserem Land. Wird ständig zusammengekürzt. Der Zustand wird immer kritischer. Das sieht ja und das sind auch so. Themen, da sind wir wie ein Tanker. Ich bin mir unsicher, was meint er mit zusammengekürzt, weil ich bin mir relativ sicher, dass sich das Budget für diese Sache nicht wirklich verkleinert. Ich glaube, das bläht sich eher auf, wenn ich mich recht entsinne. Ja, das weiß ich nicht, aber also es wird zumindest falsch eingesetzt und ja, dass es falsch eingesetzt wird, das ist ja nicht die Frage, aber ich meine, also das kannst du ja auch besonders, das ist ja kein Problem, was man exklusiv hier hat. Wenn du zum Beispiel in die Staaten guckst, irgendwie einer der best finanzierten Schuldistrikte ist halt auch einer, der wortwörtlich die schlechtesten Leistungen hat. Das sieht da aus wie irgendwie Syrien. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, gibt es viele Beispiele für. Ja. Also vielleicht nicht wie Syrien, aber keine Ahnung, irgendwie wie Ostukraine oder so. Ja, es hilft halt nicht, wenn du Geld drauf wirfst. Es hilft halt nicht. Ja, weil da haben sie halt ordentlich Geld drauf geworfen und es ist halt passiert, was alle Leute erwarten konnten. Das Geld ist halt in 20 Fugen verschwunden. Und ja, geworden ist damit nicht viel. Der gewendet hat, der fährt noch ewig weiter. Ewig. Das dauert. Und wir sind in einem Sinkflug, seit ich dabei bin. Also wie gesagt, seit gut 20 Jahren beobachte ich das aktiver. Und seitdem sind wir in einem Sinkflug. Es wird immer schlechter an allen Fronten. Das heißt, 20 Jahre Grusel, auch wenn wir jetzt anfangen, 180 Grad Kehrtwende, wird das mindestens 20 Jahre dauern, bis wir auf dem alten Level wieder sind. Das übrigens nicht Weltklasse war. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Wir leben rein aus der Substanz. Das können Politiker besonders gut. Ist auch immer wieder überraschend mit den Kindern, gell? Zack, sind die 6, 7 und wollen in die Schule. Wer hätte damit rechnen können? Wir haben eine Kindersterblichkeit von 80-90%. Rechnet doch keiner damit, dass auf einmal ein Jahrgang stark in die Schule kommt. Und dass ein Kind innerhalb von 6 Jahren 6 Jahre alt wird, das kannst du einem Politiker auch nicht sagen. Und dann auf einmal sind da die ganzen Kinder. Das ist halt schon ziemlich geil. Jedes Jahr die gleiche Überraschung. Das ist so circa wie mit der Infrastruktur bei der Deutschen Bahn. Da kommt der Winter, dann friert's, dann kommt der Sommer, da wird's heiß. Es ist verblüffend. Weiß keiner. Nimmst du schäbigen Asphalt? Ja, dann wird er brechen, wenn es friert. Ja, es ist so. Reparierst du eine Brücke 50 Jahre nicht? Ich finde es halt schon geil, dass, das ist übrigens, glaube ich, ein lustiger Freestyle, auf den wir gerade gestoppt haben, aber ich finde es halt lustig, dass er jetzt gerade, ohne den Begriff dafür zu benutzen, eigentlich die Zeitpräferenz erklärt hat. Ja. Zumindest ziemlich basic. Ja, ja, also ja. Das ist halt schon, ja, hätte ich jetzt nicht so liebe kommen gesehen eigentlich. Freunde, googelt Zeitpräferenz. Ja, ja, genau. Ja. Lernen mit unbasiert, sehr schön. Genau, ja. So, oder wollen wir die kurz erklären? Ich weiß gar nicht. Wenn du eine kurze Erklärung dafür hinkriegst, meine Erklärung wäre, glaube ich, überkompliziert und lang. Stehgreif nicht, nee. Also. Sonst musst du vielleicht einmal für 5 Sekunden Bratwurst hier reinmoven. Der ist im Channel über uns. Nee, aber also das machen wir jetzt nicht. Ja. Ach so, ja, okay. Nee, gut, dann lass mal weiterlaufen. Ich verlinke Zeitpräferenz. Mhm. Wird sie marode sein. Aber ich sage euch, das sind Geheimnisse. Da musst du für studiert haben. Sind die kriegst du nicht irgendwie aus dem gesunden Menschenverstand raus. Nein, ich hatte gerade auch das Gefühl, dass wir gerade ordentlich geskippt sind. Am besten Berufspolitiker werden. Eine glorreiche Gruppe. Ja, und damit also auf meinem Ende sind wir gerade safe irgendwie 20 Sekunden oder so geskippt. Ja. Also haben wir viel verpasst, Pollux? Ich habe nichts gedrückt irgendwie. Ah. Also ich habe jetzt nochmal zurück auf 9,56 geskippt. Seid ihr da auch? Ja. Ja. Okay. Ja, es ist Technik. So. Reparierst du eine Brücke 50 Jahre nicht? Wird sie irgendwann marode sein. Aber ich sage euch, das sind Geheimnisse, da musst du für studiert haben. Die kriegst du nicht irgendwie aus dem gesunden Menschenverstand raus. Nein, da musst du studiert haben und ab in die Politik, am besten Berufspolitiker werden. Eine glorreiche Menschengruppe.
Und dann wird alles super. Und ich möchte wirklich alle Frauen mit einbeziehen. Also auch wenn ich Berufspolitiker sage, ich meine die Frauen mit, die sind, also ich möchte die da nicht irgendwie diskriminieren. Ich glaube, eine Frau kann genauso doof sein wie ein Mann. Aber sie schafft's. Ich glaube an euch. Sehr, sehr schön ausgedrückt. Und ich glaube, die schaffen es. Die Politikerinnen sind auch echt, oh Gott. Also, aber wir wollen ja nicht auf die Politiker einhauen. Also, das ist auf jeden Fall der Status quo des Gruselns in unserem Land. Und wir sind weit entfernt von irgendwas Gutem. Und nur mal so als, ihr kennt ja meine Infrastruktur-Idee, was Internet und sowas angeht. Wir leben ja in einer Steinzeit, was das Internet... Ich kann sie tatsächlich nicht, kann sie irgendwann ganz schnell sagen. Ich kann es auch nicht sagen gerade. So. Ich kann es auch nicht sagen tatsächlich, letzten Endes geht es darum, dass wir hier wirklich in der Steinzeit sind und dass tatsächlich in Südafrika eine bessere Internetanbindung ist, wie hier in Deutschland teilweise. Das habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Nicht mal nur in Südafrika, sondern auch, was für ein Land war das noch? Ich möchte mich jetzt nicht blamieren. Also nochmal, auf jeden Fall noch irgendein anderes Land, weil Südafrika ist ja schon fast das am wenigsten shitholigste Land von vom Kontinent im Prinzip, und das ist noch nicht mal der einzige, wo die Internetanbindung besser ist als in Deutschland. Viele Länder, die noch ihre Leitungen an Masten dran nageln, die sind da schon weiter als wir, weil die müssen den Kram nicht verbuddeln. Deswegen, ja, die schmeißen einfach nur eine Leitung mit dran, binden da Kabelbinder dran und dann haben die ihr Netz gut, ausgebaut. Ne? Ist also, ein bisschen rustikal, aber okay. Ja, aber funktioniert. Funktioniert. Ja. Und ich meine, wie hieß das nochmal in Deutschland, das Ding, wo wenn Netzausbauer 1 sein tolles Loch gebuddelt hat und da gerade seine Kabel reinwerfen will, dass dann einfach Netzausbauer 2 dahin gehen kann und sagen, das ist ja ein nices Loch, was du da gebuddelt hast, kann ich dir auch meine Kabel hinzulegen und der Netzausbauer A darf nicht Nein sagen. War das nochmal, das killt ja auch mittlerweile ein bisschen den Ausbau. Aber das gibt schon seit längerem, das hat ja den Ausbau ein wenig verkrüppelt. Also habe ich zumindest gehört. Ich weiß nicht, wie da die Kostenbeteiligungen waren oder so. Ich glaube aber, ja, das ist die Sache, die mussten sich, glaube ich, gar nicht an Kosten beteiligen. Ja, okay, dann kommt nie der Erste und sagt, oh, ich nehme jetzt hier ein paar Milliarden in die Hand und ja, meine Konkurrenz darf einfach mit reinschmeißen. Ja, das ist halt das Problem. Naja, aber da gibt es auch vieles anderes, was da verkehrt läuft. Also. Ja, es wäre überraschend, wenn eine große Baustelle in Deutschland sich durch die Abschaffung eines einzigen Gesetzes lösen können würde. Da zeigt ja, dass der deutsche Beamte nicht ganze Arbeit geleistet hat. Das geht ja nicht. Das stimmt. Internet angeht. Keine Probleme, die ich hatte in Frankfurt am Main. Ich sehe den Internetknoten von hier aus. Den größten übrigens. Ich habe es nicht geschafft, eine stabile Leitung über Monate zu bekommen. Steff, am Frankfurter Stadtrand, mit ihrem Stellasol-Kanal. Keine stabile Internetleitung seit Monaten bei der Deutschen Telekom. Nichts gegen die Techniker dort und die First-Level-Support, alles nette Leute, sehr bemüht. Aber die Infrastruktur ist so schlecht, die Kabel sind so mies. Es ist einfach, es wird nichts gemacht, es wird nicht investiert. Kann man natürlich sagen, ja, ist alles Privatisierung ist schuld. Wer schuld an der ganzen Sache ist von vor irgendwann, hilft heute jetzt nicht mehr wirklich. Klar, hätte man es vielleicht beim Start lassen sollen, dann wird es bestimmt gut klappen. Okay, es war ironisch gemeint. Ach so, ich dachte schon. Ich glaube, es war ironisch gemeint. Ist ja auch egal. Der Staat schafft die Bedingungen, die Rahmenbedingungen. Ob er sie selbst schafft oder ob er das als Auflage rausgibt bei der Privatisierung, ist mir egal als Bürger. Das Zeug muss funktionieren. Das ist mir auch als Unternehmer egal. Das Zeug muss funktionieren. Und zwar. Es funktioniert halt am besten leider, wenn der Staat einfach sagt, okay, ich werde mal mir meine Hände hinter den Rücken binden. Und ihr macht mal, wie ihr machen wollt, aber warum sollte der Staat das machen? Tja, ja, ich weiß nicht, ob das bei ihm jetzt auch, der Staat muss da auch mehr Geld draufwerfen, hinausläuft, Subventionen, dies, das, wahrscheinlich. Also ein Staat, der sich freiwillig die Hände in den Rücken binden lassen, das ist ja sehr wie ein Pädophiler, der sich freiwillig kastrieren lässt. Wer macht denn sowas? War wettbewerbsfähig funktionieren. Das Problem ist, Politiker kennen keinen Wettbewerb. Die haben das nicht. Da sind die auch nicht schlau genug für. Die haben auch diese Idee nicht, dass das in der Welt so läuft. Wissen die auch nicht. Dass man versucht, besser zu werden. Das wissen die auch nicht. Dass manche Dinge messbar sind.
Nein, also in ihrem Game werden sie ja besser. Es ist halt nur, ihr Game ist halt scheiße für alle anderen. Ja, also, das ist gut gesagt. Das ist gut gesagt. Also deswegen, ich gehe nicht mit dabei, dass die einfach nur dumm sind. Da ist bestimmt auch viel dumme Scheiße dabei, weil das auch einfach ein bisschen über quasi eventuell über deren Tellerrand hinausgeht. Aber das ist nicht einfach nur ein Produkt von Dummheit. Wissen die auch? Das ist das Problem. Und dadurch, dass die nichts wissen und vor allem nichts von ihrem Ressort wissen, schaut euch mal die Videos an. Oh Gott, da gibt es so viele Videos, da machen die sich über einzelne. Das ist gerade schon wieder für 5 Sekunden oder so. Ja, aber die Videos sind auch korrekt und richtig und man kann sie nachvollziehen. Da sind auch fast bei allen dieser Videos, die ich angeschaut habe, Quellenangaben dabei. Das ist wirklich haarsträubend. Aber ich möchte gar nicht über einzelne Politiker reden oder über einzelne Parteien. Das machen andere komödiantisch sehr viel besser als ich. Mir geht es nur um meine kleinen. In meiner kleinen Welt um Bildung und Infrastruktur. Das ist alles. Ich gucke nur diese beiden Sachen an. Ich fange gar nicht an mit all den Krisen, die Politiker ja gelöst haben. Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise, gibt es ja alles nicht mehr. Ja? Kein Wort mehr. Also anscheinend haben die das kompetent gelöst. Flüchtlingskrise gesagt. Wenn die das so gut erledigt haben. Also das war gerade ziemlich würzig, muss ich sagen. Ja. War gut, ja. Das war gut. Also ich glaube, ihm ist das Overton-Window nicht so sehr bewusst und das finde ich sehr, sehr erfrischend. Vielleicht schauen wir später nochmal in die Kommentare unter dem Video, ob er schon Morddrohungen gekriegt hat oder so. Ich habe da gerade eben tatsächlich einmal kurz reingelunzt. Es ist eigentlich überwältigend positiv. Okay. Also, dass da noch keiner canceln wollte, wundert mich aber jetzt. Seine Fanbase, die ist eigentlich auch, also ich meine, gut, es sind halt Normies, aber Normies sind halt selbst verglichen mit so Default-Left-Normies, wenn ihr versteht, was ich meine, sind die halt auch noch erfrischend, weil es gibt da ja auch noch Unterschiede, es gibt ja auch noch Abstufungen zwischen Normies, die schon irgendwie so politisch irgendwie eingeordnet sind und halt Leute, die bei allem neuen Schwachsinn, der durchs Dorf getrieben wird, mitmachen. Es ist genauso wie bei Horst Lüning, der hat auch Der macht zwar viel auch mit E-Mobilität und so weiter, aber der hat trotzdem irgendwie eine relativ basierte Fanbase irgendwie. So, also man könnte erwarten irgendwie, das sind alles irgendwie Grüne, die dem da folgen, aber wenn der halt über Wirtschaft und so weiter redet oder über Unternehmertum oder so, und da gab es ja auch diverse Rants schon von wegen, ja, ich habe 20% meiner Kosten sind einfach nur Verwaltungskosten, weil irgendeine Behörde wieder irgendeinen neuen Scheiß haben will. Und das ist interessant, dass sie dem da doch zustimmen. Für den Passierschein 38 benötigen sie. Ja, vielleicht sind die Menschen doch nicht ganz verloren. Ich habe Hoffnung. Nee. Also es ist halt die Sache, es ist quasi ein Bild, wo also eigentlich jeder Mensch, der in Deutschland lebt, wird ja auf irgendeiner Ebene damit konfrontiert, dass hier viel Scheiße läuft. Aber die meisten Leute haben halt nicht die Zeit, nicht die Energie und nicht das Interesse. Und das mache ich, das würde ich ihnen noch nicht mal wirklich zur Last legen, weil die haben halt Sachen, die sie zu tun haben. Deswegen sehen sie halt nur den Teil, mit dem sie konfrontiert sind, der scheiße läuft und versuchen sich halt da was zu konstruieren mit ihrem Wissen. Und ich würde auch denken, die meisten sich Leute, nicht Politiker, machen das auch nach bestem Wissen und Gewissen. Würde ich denken. Was würdest du? Ich lasse es einfach so stehen. Ich rede jetzt nicht von ideologisch Verblendeten, ich rede von unpolitischen Leuten. Ja. Okay. Aber das Problem ist, du kannst halt nicht das wirklich das Problem, was alle anderen Probleme auslöst, kannst du nicht wirklich erkennen, wenn du nur dieses eine Puzzlestück, quasi mit dem du jeden Tag konfrontiert wirst, auch siehst und kennst. Das ist ja das Problem. Ich könnte das noch ausführen, aber ich glaube, da müsste ich meinen Aluhut für aufsetzen, warum das genauso ist. Aber vor allem müssen wir Überlänge beantragen. Nicht besonders, aber ist halt ein wenig ausgefallen, aber egal. Danke. Ich gucke nur Bildung und Infrastruktur an. Und ich sehe die Katastrophen.
das kann ich besser. Das kann ein Primat besser, der einfach, dem machst du 10 Lösungsmöglichkeiten hin, der wirft einen Pfeil auf eine, das wird die bessere gewesen sein, ganz sicher. Und ich möchte mich auf die lustigen Dinge konzentrieren. Ich möchte hier Entertainment leisten eigentlich. Was ich nicht kann, wenn die Infrastruktur nicht geht. Und darüber sollte man halt auch mal nachdenken. Weil wenn ich schon mein Entertainment, was nicht wichtig ist, also ich finde, ein Ausgleich ist eine schöne Sache, aber ich bin nicht strukturell wichtig für das Land, nicht für die Gesellschaft, läuft alles. Aber wenn ich nicht mal das kann, was geht dann noch nicht? Ich wollte eine Firma an der Mosel aufmachen vor ein paar Jahren. Ging nicht aufgrund der fehlenden Infrastruktur. Ja, seine strukturschwache Gegend, hat mir immer gesagt, ist ein bisschen schwierig. Sag ich, ja, warum ist sie denn strukturschwach? Weil ihr hier keine Infrastruktur hingelegt habt. Das ist eure Aufgabe, Aufgabe der Politik. Infrastruktur schaffen, danach kommen die Unternehmen. Und das ist halt so kurz davor zu erkennen, wenn die Politik es nicht schafft, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, diese Infrastruktur, wozu sollte sie dann gut? Ja, und vor allem sollte das dann vielleicht nicht auch ein nicht mit der Politik verwachsener Akteur machen. Eventuell wäre das eine Option. So. Ja. Könnte dies vielleicht zur Besserung führen? Eventuell. Danach kommen die Ideen. Dann kann etwas entstehen. Bildet die Leute gut aus. Zugang zu kostenloser, hochqualitativer Bildung. Ja, sie ist halt nicht kostenlos, ja. Ist sie. Da schließt sich halt leider wieder kurz, weil, also erstmal, okay, wir werden jetzt mehr nicht so Kraftausdrücke benutzen, die Politiker, die, wie hier auch in dem Video erkannt und dargestellt wird, die kriegen es nicht hin und die kriegen es schon länger nicht hin. Die sollen dann, also wir gehen mal von der netten These aus, sie kriegen es nicht hin aus, Inkompetenz. So, die, vielleicht hatte die Mutter ein bisschen zu viel Rotwein um mal die nette Variante zu benutzen. Die sollen dann für die Bildung der nächsten Generation verantwortlich sein. Ja, das ist ja das. Das finde ich wahnwitzig. Also, wenn sie nicht hinkriegen, Straßen vernünftig zu bauen, die nicht aussehen wie in Tschetschenien, dann wie sollen sie denn sowas wie Bildung? Ja, das ist ja das, was ich am Anfang oder ziemlich in der Mitte schon gesagt habe. Er nimmt sich die zwei wichtigsten Sachen, also er stellt fest, Politiker machen ihren Job nicht, nimmt sich dann die zwei wichtigsten Sachen für sich heraus und sagt, das müssen die besser machen. Oder das müssen die machen. Also, Und mit unserer Kritik sind wir jetzt relativ schnell wieder bei einem Punkt, wo dann die Gegenfrage kommt, und wer baut denn dann die Straßen? Da möchte ich eine ganz kleine Kleinigkeit einwerfen. Das ist passiert bei uns hier um die Ecke, da gab es ein Dorf, das ist ziemlich durchfahren gewesen, also waren Zehntausende von Autos jeden Tag, und die haben über Jahre und Jahrzehnte hinweg eine Umgehungsstraße gefordert und gewünscht und so Schilder aufgestellt, und letzten Endes haben sich dann ein paar Bürger zusammengetan, so ein bisschen größere Bauern, haben ein bisschen Kohle in den Topf geworfen, haben dieselben Leute angeworben, die normalerweise für den Staat Straßen bauen würden, und die haben dann da auf die Schnelle innerhalb von einem halben Jahr oder so war da 1,5-2 Kilometer Straße um das Dorf rumgelegt. Und lass mich raten, dann haben sie eine Strafzahlung zahlen müssen, weil das gegen irgendeine Regularie verstoßen hat. Nee, das hat tatsächlich relativ gut funktioniert. Ja, das hat funktioniert. Es wurde dann nur irgendwie ein paar Jahre später drüber betoniert, weil da tatsächlich eine Umgehungsstraße geplant war. Ah. Die hat einfach nochmal 5 Jahre länger gedauert. Ne? Aber es war möglich, Infrastruktur zu legen von privat. Und das ist so meine Kritik, die ich es ihm bringe, oder mein Gedanke, den ich dem Thomas hier bringen möchte, ist, wenn er doch an der Mosel was machen will und da Infrastruktur fehlt, dann benennen, was fehlt denn genau? Hat das Problem noch jemand anderes? Komm, wir schmeißen hier einen Topf. Wir lassen uns hier eine Leitung legen. Ist so schwer nicht. Wir haben es vorhin gehabt. Wenn es sein muss, lege ich das Ding irgendwo über einen Telegrafenmasten. Und gut ist. Ja. Also es gibt Möglichkeiten, das zu machen. Und man sollte sich einfach nicht auf den Staat
verlassen, weil wir haben es jetzt schon 100-mal gesagt, man kann sich nicht auf diese Menschen, Menschinnen oder wie auch immer, verlassen. Es geht nicht. Weswegen ich dich gefragt hatte, Pollux, war, ich hatte vor, da hatte ich gerade angefangen, Libertär überhaupt zu werden, schon lange her, hatte ich über so einen Fall gelesen, das war, glaube ich, ein Spielplatz, der, die Treppe war irgendwie am Zerbröseln und die war nicht mehr sicher zu passieren. Also ist da irgendjemand hingegangen, hat ein paar Spanplatten sich genommen, hat da halt was dahin gezimmert, was halt tatsächlich begehbar war. Und dann hat er eine Strafzahlung zahlen müssen, weil er ja nicht das richtig gemacht hat. Deswegen hatte ich dich gefragt. Normal, weil, ja. Und das ist dann ja nochmal ein anderer Einleitungspunkt. Der Grund, warum diese Sachen ja auch häufig dann nicht passieren und Probleme bleiben, auch wenn Leute sie als solche benennen, ist ja, weil es wird ja von Seiten der Politik in vielen, wenn nicht allen dieser Probleme so schwer wie möglich eigentlich nur gemacht. Du wirst es ohne die Politiker. Ja. Davor haben die Leute Angst. Und das ist halt eigentlich auch das, was mich persönlich halt abfuckt. Okay, dann erpresst ihr schon Leute für ihr Geld, dann gebt ihr ihnen schon nicht die Leistung. Das ist ja, also das wäre ja noch fast alles schön und gut, wenn ihr dann nicht wenigstens noch die Leute nicht dafür bestrafen würdet, es dann halt für sich selber zu machen, aber das machen sie auch. Das ist ja genauso bei Kinderbetreuung oder so. Da werden hier gute Kita-Gesetze und sowas geschaffen, so ein Quatsch. Und jedem wird irgendwie ein Platz garantiert, aber Plätze gibt's nicht. Und dann hast du aber irgendwie die mittelalte Frau irgendwie, die gerne irgendwie täglich irgendwie auf 4, 5 Kinder aufpassen würde. Aber de facto darf sie das nicht. Also sie darf das nicht einfach so mal gewerblich betreiben, auch wenn die Eltern die als vertrauenswürdig erachten und so weiter. Im Prinzip sind das so Steine, die du im Weg hast und wo du nachher noch Ärger für kriegst, wenn du das dann privat anbietest. Ne? Ja. Gibt's auch eine schöne Geschichte momentan, die ist die Woche irgendwie gewesen. Da hat ein Rentner ein brachliegendes Staatsfeld bebaut mit Gemüse, Kartoffeln und keine Ahnung was und hat das den Tafeln gespendet. Also da wirklich, ich bin Rentner, ich habe nichts zu tun, alles klar, ich baue ein paar Sachen an und das kriegen alles die Tafeln, weil das ist eine gute Sache. Und dem ist jetzt unter Klageandrohung von 250.000 Euro dieses bösartige Tun untersagt worden. da sieht man mal, dass also es wird der Anreiz genommen, was zu verbessern. Ich frage mich, ob diese 250.000 Tacken, ob die zu den Tafeln gehen oder ob die zu was anderem gehen. Man wird es nie wissen werden. Wissen können. Wir müssen nicht wissen. Doch, weil das geht, glaube ich, ein Steuertopf, oder? Geht das nicht ein Steuertopf? Ja, ich, klar. Ich war ja, ein bisschen, dann ist der Schlüssel ziemlich klar. Dann geht es zu 5% in Verwaltung und 40% in Soziales und Rente und 12% Sicherheit, irgendwie sowas. Gibt es einen ganz klaren Schlüssel dafür? 12%, das ist für Sicherheit, das ist, glaube ich, ein bisschen optimistisch. Das hat ja unbasiert. Ja, das ist Militär und innere Sicherheit, glaube ich. Ach so, okay. Ja, ich hatte einfach gerade eben nur den Witz gemacht, weil ich meine, die meisten Leute haben ja keine Ahnung, wo ihre Steuergelder hingehen. Ich blicke da selber, um ehrlich zu sein, auch nicht wirklich durch. Das tut niemand so wirklich. Ja, das ist man muss sich mal beim Land Berlin raussuchen, was da die Polizei kostet. Das war eine Stunde Recherche. Mhm. Also, obwohl die Dokumente sind ja da, die haben ja öffentlich alles zugänglich, aber ey, ja. Das nachher alles auseinander zu klamüsern, was da jetzt nur was ist, furchtbar. Warum auch immer die Polizei irgendwie, da ist das ja nachgerechnet, dass die Polizei da pro Person irgendwie das Doppelte kostet, wie im Rest des Landes. Ja, genau. Ob die da auch bessere Polizei für kriegen, ist fraglich. Also da sollten sie schon eigentlich, keine Ahnung, irgendwie Leute von der Fremdenlegion anheuern für den Preis, aber egal. Doppelt so teuer pro Person, ne? Also Einwände kommen, Berlin hat ja auch viele Einwohner, natürlich ist die Polizei da teurer. Nee, pro Person, die da wohnt, pro Einwohner. Ja, aber machen wir mal weiter, ne? Oder? Sonst langweilen wir die Leute. Willst du oder soll ich? Ich drück. Okay. Welchen Weg dann jeder wählt, es muss nicht jeder an die Uni gehen. Ich bin der Letzte, der an die Uni gehen will. Es muss da nicht jeder hin. Man muss aber die Chance haben, wenn man möchte. Eine Chancengleichheit
beim Bildungszugang von hoher Qualität. Das würde eine Top-Gesellschaft. Ja, und das kannst du halt leider nur erreichen, wenn du dem Staat. Ja, aber das ist halt wichtig zu sagen, ja. Weil Leute, das ist halt so der Standard, zu dem auch Leute zu einem gewissen Punkt oder zu einem großen Punkt auch getrimmt werden, von wegen, es gibt hier ein Problem mit Sachen, die der Staat macht, also muss der Staat halt mehr machen. Nein, der Staat muss besonders was zu Sachen wie Bildung an. Und ich meine, wir gehen gerade nur von Sachen an, also halt die, einfach nur die Probleme, wir ignorieren gerade vollends die halt die Probleme, dass wenn es ein zentralistisches staatliches Bildungssystem gibt, das halt ein sehr guter Nährboden für politisch jetzt nicht ganz neutrale Sachen ist. Das haben wir jetzt eigentlich komplett ignoriert, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig, das ist nicht wirklich das Thema. Sowas ist halt einfach nicht logisch. Du kannst nicht sagen, ja. Also wir wiederholen uns, aber er wiederholt sich ja auch. Gesellschaft auszeichnen. Wir sind weit davon entfernt, und zwar weit. Das muss sich ändern. Ich werde das ändern. Ich bin mir ziemlich sicher. Und alle diese Dinge, ich würde hier jede Woche, wenn ich mich hier hinsetze und überlege, über welches Thema spreche ich, habe ich im Kopf, was ich die Woche über erlebt habe. Und ich würde mich eigentlich gerne immer mal wieder in Rage reden über die stümperhaften politischen Versuche bei uns, Infrastruktur aufzubiegen. Und wenn ich mir dann die Schulen und die Kitas und all die Sachen angucke, wie es dazu geht. Ich denke mir, was ist denn, wo sind wir? Da ist das Potenzial. Wir sind hier. Und dann wird immer verglichen, ja, es gibt irgendwo ein Land, da gibt es nicht mal fließend Wasser. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn ich mich mit so einem Land vergleichen muss, ja, dann weiß ich ja, wo wir angekommen sind. Ja. Ich vergleiche mich nicht mit irgendwas. Ich vergleiche mich mit dem Potenzial, das möglich wäre. Das ist mein Vergleich. Was wäre hier möglich? Und dann gucke ich mir an, was wir geschaffen haben oder was unsere Politiker hingewirkt haben. Also wirklich das widerlichste Zeug. Und dann kriege ich es grauen. Klar werden die bezahlt von großen Firmen, damit sie den Schrott machen, den sie tun. Die sollten auch so Sticker haben, so hier wie früher, so Taxofit und so, wo das dann draufsteht bei den Fußballtrainern. Das ist ein super Vorschlag. Da wusste man wenigstens, wer der Sponsor ist. Na klar, ist so in Ordnung bei den ganzen Sportlern, die irgendeine Kappe. Meinst du, dass Politiker dann so wie so Fußballspieler oder so, ja, so genau. Motorradfahrer oder so. Genau, so Rennfahrer, die quasi so den Rennfahrer. Gesamten Anzug voll mit Sponsoren haben. Ja, das wäre halt schon lustig. Ja, da weißt du halt wenigstens. Das ist echt eine gute Idee. Aber das ist halt absolut unrealisierbar. Aber also. Und man kann es ja rein editieren mittlerweile, oder? Ja, so stimmt. Videos ja. So drüber editieren, ja. Sponsored by. Ja. So auf die Stirn und. Ja, stimmt, ja. Das geht schon. Oder? Aber es tatsächlich halt zu mandatieren für die Politik, das ist halt, also beißt ja nicht die Hand, die sie fütterst, oder die dich füttert. Wenn die irgendeine Kappe aufsetzen nach jedem Rennen, ja, okay, dann weiß ich, dass die von denen gesponsert werden. Könnten unsere Politiker auch mal machen, dann würde ich vielleicht deren Reden verstehen, weil momentan halte ich sie für strunzdumm. Wenn ich wüsste, während der die Rede hält, von welchem Unternehmen er Geld bekommen hat, dann würde ich sagen, der ist nicht dumm, der ist nur gierig. Das ist aber ein bisschen verschwörungstheoretisch. Dann wäre das jetzt, ne? Ja, in Ordnung für mich, dann könnte ich das irgendwie einordnen. Ich aber gut. Bin als Entertainer gezwungen, wenn ich bezahlt werde, unter dem Video Werbung hinzuschreiben und dann die Verlinkungen anzugeben, für die ich bezahlt werde. Ja, ich gebe ja sogar meine Affiliate-Links an. Dazu bin ich, glaube ich, gar nicht verpflichtet. Aber ich weiß, das kenne ich, das Anwaltszeug. Kenne ich mich nicht aus. Ich bin aber gezwungen, immer Werbung reinzuschreiben, wenn Product Placement oder sowas stattfindet. Ich ja. Für mein Entertainment, was völlig wurscht wäre. Aber wenn ich irgendwie 5-6-stellig Geld kriege, damit ich im Bundestag Schwachsinn erzähle. Aber das ist ja nicht so. Die kriegen das Geld für einen Vortrag. Im Bundestag reden sie völlig frei und nur auf Ehre und fürs Volk und so. Also, ihr wisst, das ist sehr, sehr gut. Ja. Wir müssen das ändern. Das ist halt schon ein guter Take. Für die gute Laune müssen wir es mal ändern. Und damit der Stammtisch wieder Unrecht hat, wenn er sagt, dass die Politiker alle dämlich sind. Oder gierig oder korrupt oder irgend sowas. Und wir wollen ja, dass der Stammtisch... Ja gut, da wird der Stammtisch leider, wenn er über diese Themen redet, leider wahrscheinlich immer Recht haben, solange es Politiker gibt. Dass der Stammtisch nicht Recht damit hat. Und momentan beschleicht mich das Gefühl, der könnte damit Recht haben. Ich glaube, also wie gesagt, guckt euch mal auch andere Videos an. Vielleicht auch mal über spezielle Personen und spezielle Parteien, dann wird das ein bisschen konkreter.
Und dann kann man da sehr viel Freude haben. Also wenn man, wie gesagt, sich nicht zu viel ekelt, kann man daraus Freude gewinnen. Aber ich glaube, wir müssen es einfach ändern. Die müssen weg. Da müssen neue Leute hin. Neue Leute, die noch nicht das Leben schon hinter sich haben. Ja, aber das sind ja nicht irgendwie die unsterblichen Gottkaiser, ja, die hier schon seit, keine Ahnung, seit Westrom gefallen ist, die in den Führungspositionen sind, sondern es ist ja, das sind ja nicht die einzigen. Das ist ja, ich meine, er hat ja auch selber schon gesagt, dass das kein neues Problem ist. Und ich meine, ich denke, nicht alle Bundestagsmitglieder werden da schon seit 20 Jahren drin sitzen. Weil er meinte ja, dass seit 20 ja. Jahren, seitdem er es beobachtet, geht es bergab. Ich würde postulieren, dass es wahrscheinlich schon vorher bergab ging. Beschäftige man sich mal mit Parteien. Wer kommt da hoch? Wie kommt man da hoch? Ja, genau die Leute, die er gerne da hätte, da oben, die versauern da unten irgendwo in der Regionalpolitik und sind froh, wenn sie mal irgendwie darüber entscheiden können, wo der nächste Baum gepflanzt wird oder so. Ja, meinst du, so ein Brechtken wird jemals in den Bundestag kommen? Also, nee. Also das der einzige Vernünftige, der mir aus dem Bundestag bekannt wäre, also sag nichts Falsches. Ich kenne ihn jetzt auch nicht so doll, aber nee, das wäre Schäffler, also Frank Schäffler. Ich glaube, der ist im Bundestag. Ist auch der eine FDPler, der noch ein bisschen liberal ist oder halbwegs liberal. Also, oder sagt er dir nichts? Achso. Ja, nee, also ich kenne den, aber achso, okay. Äußere mich nicht zu dem. Oder allgemein jetzt erstmal. Also, wie gesagt, was ich von dem gesehen habe, war nicht ganz so schlimm wie von allen anderen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in Fettnäpfchen getreten bin. Nicht haben und nur noch gesagt, versuchen sich zu retten, sondern Leute, die Lust haben auf die nächste Generation, die noch 2-3 Visionen haben, die vielleicht gucken wollen, dass was läuft, die Spaß dran haben, wenn was läuft. Einfach nur so. Und möglicherweise, und jetzt haltet euch alle an den Händen, Kompetenz haben. Das wäre der absolute Knüller. Stellt euch das mal vor. Dann könnte man, wenn die mal irgendwo was sagen, auch nicht die ganze Zeit einfach nicht nur so schütteln und sich denken, wie kann man so einen Stümper oder Stümperin da hinsetzen? Das wäre mal richtig schön. Das würde mir richtig Freude machen. Kobolde. Und dann könnte ich mal wieder die Nachrichten anhören oder ich könnte mal diese Bundestagsübertragungen anmachen und würde mich nicht ekeln. Ich hätte wirklich richtig Lust darauf. Es würde mir Spaß machen. Und euch ja vielleicht auch, möglicherweise. Und jetzt muss ich erstmal nachlesen, wie die das mit der Wirtschafts- und Flüchtlingskrise, wie die das gelöst haben. Es interessiert mich gerade, weil ich glaube, die haben das gelöst. Das muss ich nachforschen. Das wird der absolute Knüller. So ist es. Und ich brauche für die gute Unterhaltung irgendein schönes Thema als nächstes. Schön. Ich glaube, ich darf die nächste Woche einfach nicht online sein, nicht Auto fahren und mich nicht um die Schule kümmern, damit ich nicht mit diesen Dingen konfrontiert werde und damit der Geist frei wird und ich mich auf schöne Dinge konzentrieren kann. Ich glaube, das wäre für uns alle prima. Ich guck mal, ich finde was. Borkenkäfer habe ich auch gefunden. Ich finde ein anderes Thema. Und dann berichte ich hier davon. Aber ich wollte nur noch mal kurz abschließen, das so in Richtung Politiker winken und sagen, ihr macht einen tollen Job. Ich bin stolz auf euch. Habt eine gute Zeit. Bis. Ja. Ja, also ich würde sagen, da ist halt die kognitive Dissonanz ist schon am Dasein, aber ich denke nicht, ich würde nicht von ideologischer Verblendung sprechen. Ich würde halt einfach. Auf keinen Fall. Das ist halt komplett das Gegenteil von quasi dem etablierten, dem intuitiven Gedankengang, den wir hier fahren. Deswegen, ja. Also, das komplette Gegenteil, weiß ich nicht. Also, es ist halt schon immer noch. Staat läuft nicht. Staat muss mehr machen, das ist ja der Standardgedankengang. Ja, wir wissen ja nicht, was seine Gedankengänge hinter der Bildung und Infrastruktur ist. Vielleicht ist ja, ich Intention jetzt nicht von ja seinen, auch, Staat muss da mehr machen. Oder ich habe jetzt nicht von seinen spezifisch gesprochen, sondern einfach von quasi dem Standard. Hm. So, von so die Politik, die muss da mehr machen, sowas. Ja. Ich weiß nicht, will Pollux noch irgendwie was sagen, was seiner Meinung nach da irgendwie... Ich fand das Video insofern bemerkenswert. Also erstmal hat ein super Humor. Ich habe mich wirklich amüsiert bei vielen Takes. War auch teilweise ganz schön böse. Das fand ich auch sehr gut. Und er ist immer so haarscharf an der Lösung. Ja? So, ja. Wir denken ja schon weit und weit über das hinaus, was viele anderen denken. Und er ist hier so haarscharf dran und er ist ein cooler Typ.
Und ich finde, deswegen musste man einfach darüber was sagen und über dieses Video mal eine Reaktion machen. Und vielleicht sieht das ja und vielleicht findet er es gar nicht blöde, was wir sagen. Oder vielleicht, vielleicht hat er dann für den nächsten Mal ein Thema so. Vielleicht. Ja, ist die Frage, ob er sich ein Stundenvideo reinziehen wird. Marktwirtschaft in der Bildung und im Infrastrukturausbau. Er hat es ja eigentlich schon gesagt. Es gibt ja keine Marktwirtschaft oder Politiker haben keine Ahnung davon. Also in den Bereichen. Also ich bin froher Hoffnung. Mir hat ja auch das, wie gesagt, dieses Bildungsvideo, was er da mal gemacht hat, das hat mir auch sehr gefallen. Auch wenn es nicht 100% nachher auf den Punkt gekommen ist, wo ich gekommen wäre, aber das wäre schon mal eine Verbesserung um Faktoren. Also das finde ich ganz gut, was er so von sich gibt. Gut. Gut. Wurzel du noch irgendwie ein Schlusswort? Nee, nicht besonders. Okay. Wie gesagt, ich war jetzt auch nicht von diesem Video angeekelt, um es mal so auszudrücken. von vielen anderen. Ja, es sind da halt schon Sachen drin, bei denen ich mir halt sage, okay, das folgt jetzt für mich nicht so ganz logisch, aber im Großen und Ganzen denke ich, dass der Held der Steine, vor allem verglichen mit vielen anderen Leuten, da schon tendenziell auf der richtigeren Spur ist. Aber da braucht's ja noch ein bisschen was. Und ich würde mich jetzt auch tatsächlich auch verabschieden, weil ich muss mich um eine relativ dringende Sache kümmern. Alles klar, dann auf Wiederschauen, auf Wiederhören. Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Mir auch. Tschüss oder so. Ciao.